Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Cartridge Massacre auf der Nintendo Switch. Heute mit Rittyp, beziehungsweise mit Super Rittyp. Also ich würde wetten, dass ich hier nicht weit komme. Damals bin ich zumindest nie wirklich. Oh, no weiß. Besser ist das. Aber hier brauchen wir wenigstens nicht so eine grandiose Anleitung dafür. Schmeiß raus, das Ding! Und auf jeden Fall Dauerfeuer, das ist von Anfang schon mal ganz gut zu wissen. Ah, oh, hier kann man kaputt machen, das ist schon mal gut zu wissen. Schießt das Ding wieder ab. Oh, Base Charge Schuss. Auch gut zu wissen. Okay, man kann kollidieren. Also hier muss ich sagen, spiele ich persönlich lieber UN Squadron. Hat man Live-Bar und ist nicht bei einem Hit down. Squadron ist auch ein sehr schöner Geheimtipp. Jetzt kann ich ihn ja verraten, weil ich besitzen. Weil sie ihn besitze ich schon länger, aber... Serious Slowdown, ey. Das mag schon sein. Das One-Hit-Down mehr Münzen benötigt. Aber ich finde, das ist einfach so eine Balancing-Sache. Weil du kannst halt auch mit mehr Treffern kannst auch viele Sachen ausgewogener machen. Ist schlichtweg eine Balancing-Sache. Sis war es very knapp. Robin, so danke für den Lurk. Ich glaube, hier war es auch, wenn man nicht auf Hard spielt, dann kam er auch nicht in den letzten Level. Irgendwas war da.
Das ist Bullshit. Balancen musste immer. Ich schon freiwillig hacken, wenn er sowas wie Killer Instinct oder sowas hat. Ah. Balancen musstest du immer. Aber wenn das Spiel so unfair wäre, hat es auch keiner mehr gespielt. Hey, Dude, grüß dich. Also gehe ich mal davon aus, dass du wesentlich besser in R-Type bist als ich. Gott, dieser Slowdown, ey. Okay. Stimmt, das gab's auch auf dem Amiga. Das war ja auch, glaube ich, so ein Ding, was so praktisch auf jedem System irgendwie zu Hause war. Haust du ab, dummes Vieh? War der Slowdown auf dem Amiga auch so stabil? Okay, also die Waffen tun sich nicht unendlich upgraden. Also bei mir ist es locker 30 Jahre her, wo ich das letzte Mal gespielt habe, also nicht wundern. Na, Levelende. Yeah. Wo willst du, dass ich drauf schieße? Kann ich auf das, was da unten schießt, ja? Oder? Bin verwirrt. Ja, doch. Doch, doch, doch. Wenn der Wanst offen ist. Ja, Amiga hatte ich relativ wenig Berührung damit. Ein Kumpel hatte vor Jahrhunderten C64. Ich hoffe mal, die bleiben trotzdem weiter weg. Hatte vor Ewigkeiten mal C64 und ein anderer Kumpel ein Amiga, aber auf dem Amiga hat er jetzt nicht so die massig Spiele gehabt. Meistens haben wir da das Drei Stooges Game drauf gespielt und was waren das andere? North vs. South. Nein, jetzt habe ich in den Chat geguckt, als die Bubble näher kam. Alle original, würde ich mal behaupten. Wie sich das gehört. Ja, wie das halt damals so war. Den letztens ersten Bericht gesehen aus der Zeit. Über Hauptkopierer-Szene und was ich noch alles. Oh Gott! Ah, ich bin wach. Constituent gehört jetzt auch zum Clan wie Obstkuchen. Vielen Dank für dein Follow. Willkommen im Shitterim.
Nein! Uiuiui. Ich das einsammeln, der Schuss gefällt mir eigentlich noch ganz gut. Ich glaube, ich lasse es mal, weil ich absolut keine Ahnung habe, was das ist. Ich habe einige von den Spielen in den Jahren dazu bekommen. Wie heißt denn das andere, was ich heiße? Hat man auch so einen Bot, der sich auch transformieren kann? Und hast prinzipiell drei Leben, aber jedes Mal, wenn du getroffen wirst, geht auch eine von deinen Waffensystemen flöten. Irgendwas mit A war es. Test war auf dem Mega Drive. Ich muss an die Super Nintendo Kiste gehen, aber da wühle ich 5 Minuten. Das will ich euch nicht antun. Auf jeden Fall mit Mode 7 und man fliegt so von sich weg. Also die Richtung dann. Sollte besser auf das Spiel aufpassen, verdammt Axt. Nicht so viel in den Chat gucken. Warum hüpfen die da unten in ihr Verderben? Dann guck mal, was Bauchweh-Dude hier macht. Alter, wie schnell das plötzlich läuft, wenn nicht mehr so viel los ist. Jetzt ist auf jeden Fall der Phasenwechsel schneller. Ja, definitiv besser als der Laser. Hui. Oh Gott, voll die Softbox geschielt. Oh, komm schon! Ist dein Ernst? Flieg durch das Ding durch? Das sind Kamikaze. Okay. Ich hab nichts gesagt. Oh, hier zeigen wir dir kurz die Spielmechanik. Nicht. Das Ding habe ich natürlich jetzt nicht gesehen. Dang it. Nein! Hoffentlich gibt es Continues. Ja, Mann. Und du das. Ihn brennt der Arsch. Wenn es rum ist, gucke ich mal, dann kann ich das sagen. Muss ich halt mal in die Kiste gucken, wo die Spiele drin sind.
Noch, komm schon. Ich hinten hängen geblieben, ha? Mistvieh. Damals auf PC auch noch ein Spiel gespielt. Ich glaube, das hieß The Reap oder sowas. Das war auch so damals. Ich weiß nicht, ob das noch die 3DFX-Ära war. Oder schon die erste GeForce-Ära. Das hat auf jeden Fall auch schwer geräumt. Auch grafisch. Ich glaube, es hieß The Reap. Man flog da sogar so leicht diagonal. Einen nur hoch. Uiuiuiui. Zieh so eine Raketen. Die nehme ich gerne öfters. Früher mal auf dem Gameboy ausgeliehen hatte, das hieß Nemesis. Das glaube ich auch bei mir im Cartridge Massacre Gameboy drin sein. War auch recht knoggisch. Okay.
Postfunk probieren wir noch. Einen Versuch bei dem machen wir noch. Ich saß noch extra und er schlägt mich trotzdem. Yay! Den wollte ich nicht haben. Ja, normal, dass die 20 Minuten rum sind und hallo Zenmoa, grüß dich. Nein, 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 nein. Das andere war fettig ohne I. Und der ist fettig. Der da oben hätte wahrscheinlich den Schuss gehabt, den ich gerne beim Boss gehabt hätte. Laser möchte ich eigentlich nicht haben. War ja gleich noch ein japanisches Spiel. Hoffentlich ist es nicht auch wieder so crazy wie das davor. Ja. Was war das denn? Naja, dann soll es das mit R-Type gewesen sein, ihr im Stream. Denkt dran, es geht noch weiter. Schreibt mir nochmal in die Kommentare. Habt ihr R-Type gespielt? Vor allem auch auf welchem System? Das hat es ja auch so ziemlich auf allem gegeben. Ich glaube sogar Stay Forever hat dazu einen Podcast gemacht, den ich gehört und schon wieder vergessen habe. Also schaut bei Stay Forever rein. Ja, lasst dem Video gerne ein Däumchen da. Das hilft auf jeden Fall weiter. Wenn ihr mehr sehen wollt, wisst ihr, wo der Abo-Button ist. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich bin Katja, ich bin spontan von der Rolle. Haut rein.